Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Chumpy-Marathon-Video und dieses Mal mit diesem süßen kleinen Welsh-Pony. Ja, mit einem Pony und nicht mit einem Pferd. Hat ganz einfach einen Grund. Und zwar, wenn ich an einem Chumpy-Marathon mit einem Pferd teilnehme, dann muss ich ja zwischendurch immer das Pferd bzw. das Pony wechseln. Denn es gibt ja ein Chumpy, das wirklich nur für Pony ist. Und zwar, es sagt ja schon der Name, das Pony-Championat. Ne? Und das ist immer ein bisschen nervig. Und da dachte ich mir, okay, damit ich das dieses Mal nicht machen muss, nehme ich gleich mal mit einem Pony am Chumpy-Marathon teil. Und ja, ihr durftet tatsächlich entscheiden, welches Pony es sein soll. Und die meisten Stimmen haben gesagt, die wollen tatsächlich ein Welsh-Pony der dritten Generation beim nächsten Chumpy-Marathon sehen. Da ich natürlich keinen Welsh-Pony der dritten Generation hatte, muss ich mir tatsächlich extra für dieses Video hier ein Welsh-Pony kaufen und auch ausleveln. Das habe ich bereits getan und voilà, da ist es. Mit diesem wunderschönen Welsh-Pony werde ich halt in diesem Video mit dem Pony am Chumpy-Marathon teilnehmen. Das war wie immer kein Deutsch und kein richtiger Satz. Tut mir leid. Es geht schon wieder los, ihr Lieben. Und ja, mehr brauche ich an dieser Stelle eigentlich nicht zu sagen. Ich denke mal, ihr wisst alle, wie ein Chumpy-Marathon funktioniert. Ich werde halt an allen Championaten, die es aktuell in Star Stable gibt, teilnehmen. Das sind 10 Stück. Und ja, wie gesagt, ich muss das Pferd bzw. das Pony zwischendurch nicht wechseln. Das ist ganz praktisch. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Chumpy-Marathon. Und ich würde sagen, los geht's. So, es geht los. Wir starten mit dem Jorvik-Stall-Championat. Und ich muss sagen, beim Leveln des Welsh-Ponys hatte ich tatsächlich ein ganz gutes Reitgefühl. Also ich habe das Gefühl, das Welsh-Pony ist relativ wendig und auch flink. Und das liegt auch gut unterm Popo. Also ja, beim Leveln war es auf jeden Fall total okay. Auch als es ausgelevelt war, hatte ich auch schon... Nee, als es unausgelevelt war, genau. Als es unausgelevelt war, hatte ich auch schon mit ihm an dem ein oder anderen Championat dran teilgenommen. Und da war ich immer relativ gut platziert. Also ja, wir schauen einfach mal, wie es jetzt läuft. Kann auch sein, dass ich jetzt in diesem Chumpy-Marathon-Video total viel Pech habe und in jedem Chumpy immer irgendwo hängen bleibe oder einfach nur irgendwelchen Quatsch zusammenreite. Aber ja, das liegt dann natürlich nicht am Pony selbst, sondern an mir. Ich muss halt einfach aufpassen, mich ein bisschen konzentrieren. Wir schauen einfach mal. Ja, bis jetzt läuft es gut. Platz 1. Also ich kann schon mal sagen, dass ich mich die ganze Zeit auf Platz 1 gehalten habe. Ob es bis zum Schluss so sein wird, das kann ich euch jetzt natürlich noch nicht sagen. Wir werden sehen. Aber es ist in Ordnung. Es ist wirklich in Ordnung. Ach, dieses Auto. Das macht mich fertig. Jedes Mal. Ich bleibe da gefühlt jedes zweite bis dritte Mal an diesem Auto hängen. Ist ein bisschen riskant. Ja. So. Aber die anderen sind tatsächlich alle relativ dicht an mir dran. Also so mega krass große Abstände zu den anderen habe ich jetzt nicht. Deswegen... Oh Gott! Der Bogen. Pony, bitte. Bitte, bitte, bitte. Lass mich nicht im Stich. Bitte. Summer Heat. Du schaffst das. Wir schaffen das. Und bis jetzt läuft es auch gut. Nein. Nehmt die Abkürzung nicht. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Nein. Nein, 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 nein. Ich bin so gut dabei. Ich bin so weit vorne. Und wenn ich die Abkürzung nicht schaffe, was ich auch gefühlt jedes zweite Mal vermasse, dann habe ich echt die goldene Arschkarte gezogen. Deswegen machen wir das an dieser Stelle nicht. So, hier hätte ich eher reingemusst. Okay, ja, war ein Fail. Wird es gleich beim ersten Championat eine Goldmedaille? Ich glaube schon. Ja, tatsächlich. Jorvik-Stall-Championat, erster Platz, Goldmedaille. Na, das hat doch schon mal ganz gut geklappt. So, Championat Nummer 2 ist das Pony Chumpy. Jawohl. Ja, hier komme ich eigentlich, die Betonung liegt auf eigentlich, immer gut durch. Ja, dort bei diesen komischen Bulldozern, das ist immer so die Stelle, bei der ich manchmal scheitere, weil die Bulldozer kommen oder erscheinen nicht immer gleich. Warum auch immer. Also ich bin oft hier mit vorne dabei, so an erster, zweiter Stelle. Aber die Bulldozer kommen trotzdem irgendwie immer zur anderen Zeit. Also die fahren komischerweise immer anders. Fragt mich nicht, warum das so ist, aber bei mir ist das halt wirklich so. Das war ich auch so? Ja, egal. Ja, wieder mal auf den ersten Platz. Bis jetzt, ne? Ich betone immer bis jetzt. Es kann sich alles ändern.
So, Bulldozer, wo fahrt ihr hin? Wo geht ihr lang? Ja, ja, nein, 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 nein. Okay, gut. Puh, das war knapp. Das war sehr knapp. Aber das hat dieses Mal ganz gut geklappt. Ich bin auf Platz 1. Nein, ich springe nicht über den Zaun. Das ist mir jetzt echt zu heikel. Aber ich habe tatsächlich noch relativ viel Vorsprung. Oh mein Gott, wo ist denn... Oh Gott, Johanna. Da, da kommt erst Johanna. Seht ihr das hier hinten? Oh mein Gott, ich war richtig weit vorne. Okay, das Championat lief für mich tatsächlich auch richtig, richtig gut. Auch hier bin ich auf Platz 1 gelandet. Ja, war ein super Champi, würde ich sagen. So, das Silverglade-Championat steht an. Ja, es geht hintereinander weg in diesem Video. Zack, 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 hintereinander weg, die ganzen Championate. Die werden abgespeist, abgefrühstückt. Ja, Silverglade-Champi. Schauen wir mal. Beim Silverglade-Champi braucht man jetzt, glaube ich, kein so krasses, agiles Pferd. Man braucht auf jeden Fall ein Pferd, das gut springen kann, denke ich mal. Ja, oder würde ich mal so sagen, weil hier sind zum Beispiel wie beim Jovik-Stall-Championat, da gibt es ja doch relativ viele Ecken, wo man oder bei dem man ein sehr wendiges Pferd braucht. Das ist jetzt hier beim Silverglade-Championat nicht so der Fall. So, bitte nicht stehen bleiben beim... Ach, sehr gut, okay. Bin ich stehen geblieben? Das war gut. Okay, das war eigentlich nicht gut, das war eigentlich ganz blöd geritten, aber ich bin gut durchgekommen, sagen wir so. Und auch hier bin ich im Moment noch da auf Platz 1. Oh Gott, beinahe die Fahne verfehlt. Ja, so schnell könnte es gehen, ne? Wir müssen uns mal ein bisschen konzentrieren hier. Ja, und dieses Mal sind die anderen mir aber sehr, sehr dicht auf den Fersen. Also ich muss jetzt wirklich echt aufpassen. Ich muss mich konzentrieren, dass ich hier ja keinen Fehler mache. Vor allem hier an dieser Stelle mit diesen Kühen. Oh Gott. Oh Gott, Wurzel. Aber warte mal, bei der Wurzel konnte man doch, glaube ich, durchreiten, ne? Die hatte auch keine Hitbox. So oder so ähnlich war das doch. So, da ist eine Kuh. Ich glaube, da darf ich auch nicht dran kommen. Ich springe jetzt hier einfach mal überall drüber. Ja, oh Leute, das sieht gut aus. Wird es die dritte Goldmedaille in Folge? Wenn ja, dann bin ich richtig happy. Das ist richtig krass. Und tatsächlich. Ja, und da kommt gerade mal der zweite und dritte Platz. Also einen leichten Vorsprung hatte ich tatsächlich. Okay, entweder ich habe wirklich bisher sehr, sehr viel Glück gehabt oder das Welsh Pony ist wirklich ein richtig gutes Champi-Pony. Aber ich sehe gerade, es sind doch nicht ganz so viele Araber-Pintos dabei, ne? Ja gut, egal. Zum dritten Mal der erste Platz. Ich bin zufrieden. So, jetzt ist das New Hillcrest Championat an der Reihe. Wir sind tatsächlich nicht sehr viele. Ich glaube, es sind nur 10 Leute, allerhöchstens 11. Ja, also viele sind wir auf jeden Fall nicht. Warum auch immer es gerade so wenig sind, weil, ja gut, Uhrzeit. Wir haben es gerade 14 Uhr an einem Montag. Ja gut, Montag sind einige noch arbeiten. Einige sind in der Schule, obwohl so viele sind gar nicht mehr in der Schule. Es ist ja jetzt auch Sommerferienzeit, ne? Aber ja gut, es sind trotzdem wenig Leute da. Ist ja auch wurscht, wo die alle sind. Jetzt sind auf jeden Fall nicht ganz so viele da. Und ja, wir schauen einfach mal, wie es so läuft. Das New Hillcrest Championat ist ja für mich persönlich eines der schwierigsten Championate, die es im Spiel gibt. Und deswegen weiß ich nicht, wie ich das hier managen werde. Ob ich das gut hinkriege oder eher nicht. Okay, das war gut, das war gut. Oh, das war sehr gut. Da ist jemand stecken geblieben. Oh mein Gott, wo ist überhaupt meine Maus? Hier ist meine Maus. Wow. Krass. Okay, eine Emily ist vor mir. Die kann ich aber leider gerade nicht sehen. Aber Platz 2... für das New Hillcrest Championat bis jetzt, für mich, für meine Verhältnisse, ist gut. Ich hoffe, dass es so bleibt. Oh, jetzt habe ich sogar auf den ersten Platz geschafft. Oha. Oha. Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt die vierte Goldmedaille in Folge ist. Das wäre auf jeden Fall viel zu krass. Ich glaube, dass mich jetzt auf den letzten paar Metern noch irgendjemand überholen wird, aber... Ey, ich bin bis jetzt ganz gut durchgekommen dafür, dass ich das Championat so schwierig finde. Ja, guck mal, jetzt hat mich die Emily wieder auf den letzten Metern überholt. Oh mein Gott, das war jetzt gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Oh mein Gott, ich bin doch noch Erste geworden. Nein, das kann nicht wahr sein.
Oh mein Gott, die vierte Goldmedaille in Folge. Ich fass es nicht. Wow. Das war ein krasses Rennen. Okay, Leute. Ja, was sagt ihr dazu? Erster Platz, viertes Championat. Mega geil. So, vom nicht so sehr gemochten Championat zum Lieblingschampionat. Ja, wir befinden uns in Fear Group. Fear Group Champion. Und wenn ich in diesem Championat keine Medaille hole, dann fresse ich einen Besen. Ja, in all den anderen Championaten habe ich eine Medaille bekommen. Und wenn ich hier im Fear Group Championat keine bekomme, dann bin ich traurig. Ich mache das Championat wirklich sehr, sehr gerne. Aber es sind leider gerade jetzt hier beim Fear Groove Championat sehr, sehr viele gute Reiterinnen dabei mit ihren Araber-Pintos. Ich weiß wirklich nicht, ob ich da mithalten kann. Wie gesagt, das Welsh Pony ist wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also es hat sich bis jetzt in den letzten Championaten wirklich als sehr, sehr gut erwiesen. Ob ich das jetzt wieder schaffe, weiß ich halt nicht. Die Michelle ist auf jeden Fall vor mir. Emily ist mir auch ziemlich nah auf den Fersen. Also ich darf jetzt wirklich keinen Fehler machen. Ich muss wirklich gut reiten, sehr eng reiten. Ja, ich muss das jetzt einfach schaffen. Das ist mein Lieblingschampi. Ich muss jetzt einfach eine Medaille holen. Bitte, bitte, bitte. Das würde ich mir wirklich so sehr wünschen. Wenigstens hier bei diesem Champi. Wenigstens bei Fear Groove. So, und dieser Bulldozer, wo fährt der lang? Fährt der jetzt? Ja, der fährt. Ja, natürlich, der kommt mir hier in die Quere. Ja, das war. Ja, nee, ist klar. Ja, super. Nee, ja, wunderbar. Super. Das fährt jetzt. Oh Mann, jetzt bin ich aber echt sauer. Och Mann, habt ihr das gesehen? Der fuhr direkt vor meine Nase. Oh, wie ich das hasse. Oh nein, kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, aber. Oh, Gott sei Dank. Okay. Ich habe gerade noch so eine Medaille bekommen. Ihr habt selber gesehen. Der Bulldozer ist mir voll in den Weg gefahren. Ja, ich hätte auch rechts rum gekontet. Ach, egal. Hätte, hätte Fahrradkette. Ich habe eine Medaille. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. So, ihr Lieben, es ist Halbzeit. Fünf Championate haben wir schon hinter uns. Fünf Jumpies liegen noch vor uns. Wie ihr unschwer erkennen könnt, reite ich gerade das Wayday-Championat. Ich muss sagen, das Wayday-Championat mag ich auch ganz gerne. Aber es ist wirklich sehr, sehr tricky. Also ich reite es zwar gerne, aber ich bekomme hier tatsächlich relativ selten ein Schleifchen. Einfach, weil ich zwischendurch irgendwo, so wie jetzt, wow, einfach mal hängen bleibe, weil es hier so viele krasse Hindernisse gibt. Also diese riesengroßen, dicken Baumstämme hier, das ist für mich tatsächlich tödlich. Also ich mag das echt überhaupt nicht. So wie hier an den Fässern ganz knapp vorbei und dann hier noch ganz knapp irgendwo vorbei. Also. Ah, das ist schon. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Stellen beim Wayday-Championat, wo man echt hängen bleiben kann. Ja, die Hannah, die reitet hier auch durch die Büsche. Das ist auch sehr tricky, weil da sieht man halt nicht, wo man hinläuft. Und die Gefahr, dass man dort bei den Büschen irgendwo hängen bleibt, an einem liegen gebliebenen Baumstamm oder so, das ist auf jeden Fall. Die Chance ist sehr hoch, ja. Aber sie reitet auf jeden Fall. Sie reitet wirklich gut. Also Johanna und auch Henriette sind vor mir. Aber Henriette sehe ich gerade nicht. Entweder sind die Server wieder so verzögert, dass ich sie einfach nicht sehe. Oder sie hat sich ausgeblendet. Das kann natürlich auch sein. Also wenn ich jetzt hier eine Medaille kriege, dann fresse ich einen Besen. Also, ey, wie krass gut läuft denn das? Läuft denn der Champi-Marathon bitte für mich? Also. Bis jetzt bewährt sich das Welsh Pony der dritten Generation als Champi-Pferd wirklich super gut. Also bis jetzt hat es mich echt nicht enttäuscht. Und die Gruppen waren immer, ja, eigentlich so gut wie in jedem Champi voll. Und zwar noch immer sehr, sehr gute Reiterinnen dabei. Aber, oh Gott, wird es tatsächlich wieder eine Medaille? Ich fasse es nicht. Und es ist ein Wayday-Championat? Oh Gott, die hatte schon lange keine Medaille mehr. Das ist Platz 2, Leute. Alter Schwede, ich habe jetzt in jedem Championat schon eine Medaille geholt. Das ist so krass. Wow, ich bin begeistert. So, wir sind bei der Rennstrecke der Baroness angekommen. Die Gruppen sind hier bei der Rennstrecke nicht wirklich groß. Wir haben, ja, nur 8 Leute in einer Gruppe. Es waren komischerweise auch mal 7 oder 6. Keine Ahnung, woran das lag. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall 8 Leute und da ist die Chance natürlich ein bisschen größer, eine Medaille zu ergattern. Ob ich das schaffen werde, weiß ich nicht. Ich muss mir auf jeden Fall Mühe geben. Hier ist auf jeden Fall Springen und die Abkürzung.
Abkürzung nutzen. Sehr, sehr wichtig. Denn durch die Abkürzung kann man auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel rausholen. Okay, hier bei dem Öl. Das hat echt super geklappt. Hier beim Bagger ganz links. Ja, ich versuche mich hier so ein bisschen zu konzentrieren. Auch bei den Baumstämmen hier ganz links vorbei. Das hat auch wunderbar funktioniert. Hier beim Baumstamm springe ich nicht drüber. Da habe ich immer Angst, hängen zu bleiben. So, hier braucht man auch nicht zu springen. Aber ich bin schon mal an der Wurzel hängen geblieben. Deswegen springe ich hier trotzdem. Ich möchte wirklich nichts riskieren. Und ich renne einfach mal der lieben Wally hinterher. Oh Gott. War das knapp. Habt ihr das gesehen? Oh Gott. Ja, Wally weiß auf jeden Fall, wo es lang geht. Die kennt auf jeden Fall die Abkürzung sehr, sehr gut. Ich kenne sie zwar auch, aber ich reite nicht ganz so gut wie sie. So, hier hinter den großen Stein, da kann man auch sehr viel rausholen. Und die Emily hat mich schon wieder überholt. Das gibt es doch nicht. Ja, Wally und Emily hier auf dem ersten und zweiten Platz. Ich glaube, die beiden werde ich nicht einholen. Die zwei sind nämlich auch sehr, sehr gut, was Championate betrifft. Ja. Oh, ich hoffe, ich kann den dritten Platz halten. Und ich hoffe, ich komme hier bei den Baggern gut vorbei und ich habe es geschafft, nicht stehen zu bleiben, beziehungsweise verlangsamt zu werden. Sehr, sehr gut. Okay, kann ich den dritten Platz hier noch halten? Ist jemand ganz dicht hinter mir? Nein, ist ich nicht. Und wieder eine Medaille. Yes, baby. Meine Güte, ich bin ja richtig gut dieses Mal. Das lief super. So, Championat Nummer 8 ist das Morland Champi. Hier werde ich auf jeden Fall keine Medaille holen. Hier sind wirklich viel zu viele Spieler dabei. Also die Gruppe ist randvoll und hier sich durchzukämpfen wird auf jeden Fall schwer. Vor allem diese eine Stelle da hinten bei diesen komischen Felsen da. Da kann man ziemlich leicht verkacken. Sorry für den Ausdruck, aber ja, ist so. Aber wir geben wie immer unser Bestes. Wir reiten bis zum bitteren Ende. Wir ziehen das jetzt einfach durch. Ja, bitte nicht stehen bleiben. Ich bin noch hier an der Schrägen. Hier irgendwo mitten im Weg auch mal stehen geblieben. Wo ich mir denke, hä, wie kann man denn hier mitten im Weg stehen bleiben? Da ist doch nichts. Aber ja, das ist halt Star Stable. Es gibt immer irgendwas. So, okay. Nicht verkacken, nicht verkacken, nicht verkacken, nicht verkacken, nicht verkacken, nicht verkacken, nicht stehen bleiben. Nicht die Fahne verpassen. Ah! Oh Gott, der Bogen war viel zu groß. Das hat mich jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Aber ich bin gut runtergekommen. Hätte auch anders laufen können. Es ist okay. Es ist okay. Im Moment auf Platz 3. Ich war gerade noch auf Platz 4. Also es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was die Medaille angeht. Oh, ich habe so viele Schlenker hier drin. Ah! Oh Gott. Ja, komm. Sag mal hier, das schaut. Wie, ich bin auf Platz 1. Wie, ich bin auf Platz 1. Wie, ich bin auf Platz 1. Platz 2. Okay. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Aber Leute, es ist schon wieder eine Medaille. Es ist so krass dieses Mal. Oh mein Gott. Es geht los, Leute. Es geht los. Das Ford Pinta Championat geht los. Oh mein Gott, hier ist ein Wagen vor meiner Nase. Also die magischen Pferde, die stehen echt schlecht. Nein, ich bin hängen geblieben. Dieses komische Kraut. Wow, das hat mir jetzt echt viele Plätze gekostet, du meine Güte. Also Foot Pinta Championat ist wirklich sehr, sehr heikel. Bleibt man einmal hängen, ist es wirklich sehr, sehr schwer, wieder nach vorne zu kommen. Oh Gott, ich darf echt keinen Fehler machen, aber ich denke mal nicht, dass ich zum Beispiel bei den Heuballen gut durchkommen werde. Das habe ich zwar des Öfteren schon geschafft, aber ich schaffe es leider nicht immer. Es ist wirklich ein bisschen tricky. Aber ich gebe trotzdem, wie immer, mein Bestes. Ich versuche es jedenfalls. Ah! Okay. Da hätte ich nicht springen müssen, da hätte ich einfach drüber laufen können. Egal. Hat trotzdem ganz gut funktioniert. Gott, die Heuballen, die Heuballen. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Ja! Habt ihr es gesehen? Ich bin nicht stehen geblieben. Ah, sehr gut. Ich bin sogar auf den ersten Platz gelandet. Oh mein Gott. Valentina war vor mir. Wo ist sie denn jetzt? Was ist denn passiert? Wieso ist sie denn jetzt so weit nach hinten gerutscht? Das gibt's doch nicht. Valentina, was hast du getan? Hinter mir ist die Jamie und die Johanna. Okay, ich möchte nicht nach hinten schauen. Aber ich gehe mal davon aus, die sind alle wieder mal sehr dicht hinter mir.
Wie kann denn das sein, dass ich in diesem Chumpy-Marathon so gut bin? Das ist ja. Ich glaube, das ist jedenfalls bis jetzt mein bestes Chumpy-Marathon. Also, das ist schon krass. Weil wir sind jetzt gerade beim vorletzten Championat. Ich glaube, es ist nur noch das Golden Hits Champi. Und dann haben wir alle Championate abgespeist. Und es ist tatsächlich wieder mal eine Goldmedaille geworden. Okay, langsam wird es wirklich gruselig. Das ist ja nicht zu fassen. So, ihr Lieben, wir sind beim letzten Championat angekommen. Das ist natürlich das Golden Hills Championat. Und der Druck ist riesengroß. Weil ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich in jedem Championat eine Medaille geholt. Und wenn ich jetzt hier noch eine Medaille holen würde, dann wäre das tatsächlich der perfekte Champi-Marathon. Aber ich bezweifle es tatsächlich. Also, wenn ich hier noch eine Medaille holen würde, das wäre das größte aller Zeiten. Und schon verkackt. Und schon verkackt. Und schon verkackt. Aber so richtig verkackt. Okay, wow. Das ist ja. Oh Gott. Na, lauf doch mal bitte rückwärts, Welschpony. Oh nein, okay. Das kann ich jetzt wirklich vergessen. Im letzten Championat. Ja, der Druck war wirklich zu groß. Meine Güte, diese Heudinger. Ich habe es tatsächlich immer relativ oft über diese Heudinger, aber. Nee. Tut mir leid, Leute. Es sollte einfach nicht sein. Ja, es wäre, wie gesagt, der perfekte Jumpy-Marathon gewesen, aber nichts ist perfekt und man kann leider nicht alles haben. Ja, gut. Egal. Macht's nicht. Macht nichts. Dafür sind die anderen Championate wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Also, was will ich mehr? Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenigstens noch unter die Top 10 zu kommen. Das wäre schon mal ein Anfang. Ich frage mich echt, warum ich es über die Heudinger nicht geschafft habe. Ich glaube, da waren gerade zu viele Leute auf einen Haufen. Ich habe kaum was gesehen. Und ich habe auch gesehen, wie die eine dort an diesen Heubein gescheitert ist. Und das hat mich, ach, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie alles ein bisschen zu sehr abgelenkt. Das war einfach alles ein bisschen zu viel auf einmal. Und ja, gut. Ich bin aber, wie gesagt, nicht die Einzige, die dort hängen geblieben ist. Das ist ein kleines Trostpflaster, aber ja, okay, ist egal. Ich versuche mir das jetzt alles noch so ein bisschen schön zu reden, aber. Oh mein Gott, Platz 10. Ja, bitte, Dankeschön. Bitte lasst mich wenigstens den Platz 10 behalten. Den 10. Platz, bitte. Das wäre mega. Aber ja. Ja, schade. Schade, Leute, schade. Aber gut. Ich bin jetzt trotzdem für den Rest des Champions noch ganz gut durchgekommen. Es war wirklich nur diese eine Stelle, die nicht wirklich gut gegangen ist. Vielleicht hätte ich wirklich noch eine Medaille geholt. Ich meine, der 3. Platz ist noch nicht mal drin. 4. Platz. Ja, krass, okay. Ja, jetzt kommen sie langsam alle. Ach, schade, ihr Lieben. Und es wird tatsächlich. Es wird doch noch der 9. Platz. Okay. Schade, schade, schade. So, Leute, der Champi-Marathon hat ein Ende gefunden. Alle 10 Championate wurden einmal geritten. Und das Champi-Marathon war wirklich ein voller Erfolg bis auf den Schluss. Bis halt auf das letzte Championat. Oh Gott, jetzt kann ich schon gar nicht mehr reden hier vor Schreck. Ja, das Golden Hits Championat war ein voller Reinfall. Okay, was heißt voller Reinfall? Ja, der Anfang war echt mies, aber der Rest ging ganz glatt, so wie die anderen Championate. Wir machen mal eine kurze Auswertung, was ich denn so alles mitgenommen habe. Also wie gesagt, ich habe einmal ja einen Trostpreis bekommen, war wie gesagt beim Golden Hits Championat. Dann habe ich zweimal den 3. Platz belegt. Ich habe zweimal den 2. Platz belegt und ganze 5-mal den 1. Platz belegt. Also 5-mal eine Goldmedaille, ein goldenes Schleifchen erhalten. Und ich muss sagen, das war doch wirklich ein voller Erfolg. Oder was meint ihr? Also wie gesagt, das Golden Hits Champi, das hat mich eigentlich wirklich geärgert. Das hat mich tatsächlich wirklich ein bisschen geärgert. Hätte ich da noch eine Goldmedaille bekommen, dann wäre es wirklich der perfekte Champi-Marathon geworden. Aber nichts ist perfekt. Man kann nicht alles haben. Ja, meine Güte, der Rest lief dafür umso besser. Und ich muss sagen, das Welschpony hat auf jeden Fall den Ruf weg, ein sehr gutes Jumpy-Pony zu sein. Es hat mich durch die Championate wirklich sehr, sehr gut durchgetragen. Und ja, also wenn ihr ein gutes Jumpy-Pferd oder Jumpy-Pony sucht, an dieser Stelle kann ich auf jeden Fall das Welschpony der 3. Generation nur empfehlen. Ihr habt es ja selber gesehen. Ich bin mit ihm wirklich sehr, sehr gut durchgekommen.
So, das war's auf jeden Fall von meinem Chumpy-Marathon. Ich hoffe, der hat euch wenigstens ein bisschen gefallen und unterhalten. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wiederhören werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.